KI-generierte Bilder für das eigene Produktmarketing nutzen? Wie das geht, das zeige ich heute. Heute werfen wir wieder einen Blick auf das Thema Bildgenerierung mit künstlicher Intelligenz, nämlich mit dem vor einiger Zeit veröffentlichten Flux-Modell, das tatsächlich auch frei verfügbar ist und zumindest für nicht kommerzielle Zwecke genutzt werden kann. Dieses Modell lässt sich tatsächlich relativ gut mit eigenen Bildern nachtrainieren. Und was man da damit erreichen kann, wie man das Ganze einsetzen kann, das möchte ich heute ein bisschen zeigen. In einem unserer ersten Videos hatte ich ja bereits gezeigt, wie ich persönlich auf das Thema Text-to-Image-Generation gekommen bin und damals Modelle mit meinen eigenen Fotos nachtrainiert habe, um im Prinzip auszutesten, wie leistungsfähig diese Modelle jetzt schon sind. Vor einiger Zeit wurde ein neues KI-Unternehmen gegründet, nämlich Black Forest Lab. Und zwar stecken dahinter die ursprünglichen Erfinder von Stable Diffusion, das ich ja in einem der ersten Videos bereits gezeigt habe. Und die haben ein neues Modell veröffentlicht mit dem Namen Flux. Es gibt drei unterschiedliche Modelle. Es gibt das Flux-Schnellmodell. Das ist tatsächlich ein kleineres Modell, was sogar für kommerzielle Zwecke frei verwendet werden kann. Dann gibt es das sogenannte Flux-Dev-Modell, was auch offen verfügbar ist, kann also auf lokalen Systemen genutzt werden. Das ist allerdings nicht für kommerzielle Zwecke freigegeben, beziehungsweise es erfordert eine entsprechende Lizenz. Und dann gibt es noch das Flux Pro Modell, was man nur über die API-Schnittstelle von Black Forest Labs aktuell nutzen kann. Das Besondere an diesem Modell ist, dass es sich relativ gut mit eigenen Bildern nachtrainieren lässt. Und wenn ihr selber das Flux Dev Modell feintunen möchtet, beziehungsweise dieses LoRa trainieren möchtet, dann benötigt ihr aktuell tatsächlich eine Grafikkarte mit mindestens 12 GB Grafikspeicher, besser noch eine mit mindestens 24 GB Grafikspeicher. Das heißt, aus dem Consumer-Bereich bräuchte man eine Nvidia 4090 beispielsweise. Es gibt aber auch tatsächlich Online-Services, wo man dieses Training im Prinzip in Auftrag geben kann. Beispielsweise gibt es eine Seite, die heißt Fell AI. Da gibt es eine Unterseite, wo man dann entsprechend für einen Betrag X, ich glaube, es sind einige Dollar, die man da zahlen muss pro Training, trainieren kann. Und man erhält dann aber Zugriff auf das trainierte Modell. Man kann sich das runterladen und dieses Modell kann man wiederum auf dem eigenen Computer benutzen, um Bilder zu generieren, wo die Anforderungen dann nicht ganz so hoch sind an das Generieren wie an das Training selber. Man kann das Ganze natürlich auch lokal machen. Es gibt da verschiedene Trainingsskripte, beispielsweise das AI-Toolkit hier auf GitHub zu finden, für diejenigen, die sich ein bisschen mehr mit der Materie beschäftigen wollen. Das Ganze erfordert im Prinzip einfach ein paar Kenntnisse im Bereich Python, dass man weiß, wie man das Training starten kann, wie man die Bilder richtig vorbereitet. Und dann läuft das Ganze innerhalb von 1-2 Stunden beispielsweise auf einer 4090 Grafikkarte, ist das Training dann erledigt und man kann diese Modelle dann immer nutzen und auch miteinander kombinieren. Was man damit erreichen kann, das möchte ich hier einmal zeigen. Und ich habe das tatsächlich mal mit unterschiedlichen Produkten von Unternehmen hier aus der Region gemacht und habe das Flux-Modell beispielsweise einmal gebeten, mir einen Mähdrescher vom Unternehmen Klaas darzustellen, an einem Strand mit einem Hai im Hintergrund. Und wenn man das Modell im Standard danach fragt, dann erhält man zwar ein Bild mit einem Mähdrescher, das ist aber definitiv kein Klaas-Mähdrescher. Die sehen anders aus, die haben eine charakteristische grüne Farbe und das ist im Prinzip ein Mähdrescher, aber hat nichts mit Klaas-Mähdreschern zu tun. Was wir jetzt aber machen können, wir können jetzt eine Auswahl von Fotos nehmen, auf denen ein solcher Klaas-Mähdrescher zu sehen ist und können das Modell nachtrainieren. Man kann sich das so vorstellen, dass man ausgewählte Parameter des Modells bzw. ausgewählte Gewichte des Modells entsprechend abändert, sodass Repräsentationen von Bildern, die man zum Training nutzt, im Modell verankert werden können. Wenn man das Ganze noch mit entsprechendem Text koppelt, sodass man sagt, diese Bilder stellen einen Klaas-Mähdrescher dar in einer entsprechenden Situation, dann kann man tatsächlich nach nur kurzer Zeit bereits das Modell so trainieren, dass man Klaas-Mähdrescher herstellen kann. Wir sehen hier einmal das Beispiel nach 500 Trainingsschritten und man kann erkennen, es handelt sich tatsächlich um einen Klaas Lexion Mähdrescher, nämlich genau das Mähdrescher-Modell, von dem ich 15 Bilder genommen habe und das Modell weiter trainiert habe.
Das Ganze kann man natürlich weiter fortführen und hier sehen wir, was passiert, wenn man das Ganze noch weiter trainiert. Es kann tatsächlich zu so einem sogenannten Overfitting kommen, nämlich es werden Bildelemente auch antrainiert und repräsentiert, die wir gar nicht gepromptet haben, weil sie einfach in der Häufigkeit in den Trainingsbildern vorkommen. Das Ganze kann im Prinzip mit beliebigen Produkten gemacht werden. Es funktioniert sehr gut beispielsweise auch für Autos. Wenn wir uns hier einmal noch ein anderes Beispiel angucken, da habe ich versucht, den neuen Audi A6 e-tron Avant aus dem Jahr 2024 zu prompten. Man erhält zwar ein Bild von einem Audi, das auch auf den ersten Blick sehr gut aussieht. Das ist aber nicht genau das Modell, was ich im Prinzip im Textprompt eingegeben habe. Das erhalte ich aber nach wenigen Trainingsschritten, wenn ich entsprechende Bilder nutze, tatsächlich relativ gut. Und nach 500 Trainingsschritten kann man auch sehen, wurde die charakteristische Form dieser Außenkameras bzw. Seitenspiegel tatsächlich auch antrainiert. Das heißt natürlich, wir können diese Modelle einsetzen, um unsere eigenen Produkte anzutrainieren und daraus Bilder zu generieren von unseren eigenen Produkten. Die Qualität reicht vielleicht nicht dafür, um entsprechende Werbung damit zu machen, aber man kann natürlich sehr schön Situationen visualisieren und diesen Ansatz nutzen, um beispielsweise neue Kampagnen zu planen oder vielleicht einfach auch ein bisschen auf neue Ideen zu kommen. Hier gibt es noch ein anderes Beispiel, zum Beispiel für den Honda Prelude aus dem Jahre 2024. Auch hier sehen wir, ohne Feintuning kennt das Modell, das Flachs-Modell, dieses Fahrzeugmodell nicht. Und nach einigen Trainingsschritten ist die charakteristische Form, die charakteristischen Scheinwerfer schon zu sehen. Ja, wir können uns das Ganze auch einmal live tatsächlich anschauen und dann probieren wir das Ganze aus. Es ist nämlich so, dass man diese nachtrainierten Modelle kombinieren kann. Im Fall von Flachs ist es nämlich so, dass wir gar nicht das Modell selber nachtrainieren, sondern wir trainieren sogenannte LoRa-Adapter nach. Das sind Low-Rank Adaptations. Das sind also im Prinzip kleinere Matrizen, die wir nachtrainieren und die mit dem eigentlichen Modell verrechnet werden können, um zu einem gewünschten Ergebnis zu kommen. Genau. Und das heißt, ich kann also einen solchen Adapter beispielsweise von meiner Person nehmen. Ich kann einen Adapter für beispielsweise den Klaas Lexion nehmen und dann einmal einen entsprechenden Bildprompt aufgeben, auf dem die Stichworte auftauchen müssen, mit denen ich die Modelle nachtrainiert habe. In meinem Fall habe ich das Stichwort SKS Man benutzt. Und jetzt können wir einmal schauen, was sich dadurch ergibt. Wir klicken einmal auf QPrompt. Das Ganze läuft auf einem unserer Server jetzt hier im Haus. Das läuft nicht auf dem MacBook selber. Das Modell braucht idealerweise mindestens 12 GB Grafikspeicher. Aktuell läuft das Ganze auf einem System mit einer Nvidia 4090 Grafikkarte. Und für eine Auflösung von 1600x1200 dauert das Ganze schon einige Sekunden, bis entsprechendes Bild zu sehen ist. Und wir können sehen, ne, den Klaas Mähdrescher kann man schon sehr gut erkennen. Eine Person, die davor steht, die scheint auch Ähnlichkeit mit mir zu haben. Das sieht ganz gut aus. Wir können auch mal versuchen, das Ganze etwas näher darzustellen, wenn ich jetzt zum Beispiel sowas wie Close-up mache. Und es ergeben sich hierdurch natürlich sehr schöne Möglichkeiten, indem man im Prinzip verschiedene Adapter miteinander kombiniert und so Bildmotive erzeugen kann, im Prinzip auf Knopfdruck. Wenn wir jetzt noch einen Schritt weiter gehen, dann kann man natürlich auch sehr schöne Dinge tun, indem man beispielsweise die Prompts gar nicht komplett selber schreibt, sondern man sich diese Prompts im Prinzip von einem Large Language Model schreiben lässt. Das heißt, ich gebe eine kurze eigene Beschreibung ein und ich möchte, dass mir ein Large Language Model, in dem Fall ein Llama-Modell, was auch lokal auf dem gleichen Computer läuft, mir einen entsprechenden Bildprompt gibt. So, ich kann das Ganze also in Auftrag geben sozusagen, indem ich hier wieder auf QPrompt gehe. Und was wir jetzt sehen ist, im ersten Schritt wird mir im Prinzip ein neuer Textprompt geschrieben. Und aus diesem Textprompt wird dann wiederum das Bild generiert. Hier sieht man nochmal das schöne Ergebnis von einem Close-up. Also man kann sehen, das Bild sieht aus wie ich. Im Hintergrund sehen wir einen Klaas Mähdrescher. Das Ganze ist also schon tatsächlich, ja, doch sehr erstaunlich, was mittlerweile
möglich ist. Und jetzt schauen wir uns einmal an, was für ein Bildprompt mein Large Language Model im Hintergrund mir geschrieben hat. Genau. Hier hat mir das Large Language Model ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Das hat nämlich gesagt, dass der Mähdrescher gelb sein soll. Das kann natürlich passieren und das ist aus meiner Sicht ein schönes Beispiel, was natürlich in solchen Systemen schieflaufen kann. Man muss den Systemen ganz genau mitgeben, was getan werden soll, damit man dann auch entsprechend gewünschte Ergebnisse erhält. Genau, wir können natürlich jetzt hier noch einen Schritt weitergehen und sagen, wir lassen uns einfach ein paar Werbebilder generieren. Und hier sehen wir auch noch etwas, was das Flux-Modell sehr oder relativ gut kann, ist nämlich auch Text darzustellen. Das heißt, man kann Text eingeben, der auf dem Bild erscheinen soll. Und je nachdem, wenn das nicht zu langer Text ist, dann wird der auch meistens tatsächlich korrekt und richtig gerendert. Und wir sehen hier, man hat im Prinzip eine gefälschte Werbung sozusagen mit mir als Person, mit einer Art Class-Mähdrescher, wobei das wahrscheinlich von der Geometrie her auch jetzt nicht 100% stimmen wird. Das zeigt im Prinzip auf, welche Möglichkeiten wir mittlerweile haben, wie diese Systeme eingesetzt werden können. Und für mich tatsächlich das Wichtigste, wir brauchen dazu nicht immer auf kommerzielle Anbieter zu gehen, sondern die verschiedenen Organisationen, die diese Modelle entwickeln, stellen die zum Teil auch entsprechend offen zur Verfügung, sodass wir die mit relativ wenig Aufwand auch in unsere tägliche Arbeit integrieren können und mindestens dazu nutzen können, um beispielsweise neue Ideen zu entwickeln, um Dinge zu visualisieren, um Dinge visualisieren zu können und das Ganze tatsächlich in der Qualität auch schon sich deutlich verbessert hat in den letzten Jahren. Also ähnlich wie es auch bei den Large Language Models der Fall ist, muss man sagen, dass der Fortschritt im Bereich der Bildgenerierung, auch der Videogenerierung natürlich enorm ist. Und wir im Prinzip schauen müssen, wo wir das Ganze sinnvollerweise für unsere eigene Arbeit einsetzen können. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst uns gerne einen Daumen hoch da, abonniert unseren Kanal und schaltet wieder ein beim nächsten Mal, wenn es heißt Inside AI. Bis zum nächsten Mal.